Liebe Leute, ich melde mich mal wieder. Es ist ja sehr lange her bereits, dass ich mal wieder ein Schachvideo gemacht habe. Ich glaube schon fast 3 Monate. Der Grund war, dass ich eigentlich gerne mit einem neuen Editor arbeiten würde, mit einem neuen Videoprogramm, aber ist noch nicht ganz fertig. Wir sind gerade in den letzten Vorbereitungszügen mit Chess24 und deshalb werde ich jetzt für diese Videos nochmal hier den alten benutzen. Der wird, glaube ich, nochmal zur Verfügung stehen für die letzten Videos hier und dann wird das alles in einem neuen Design ein bisschen besser aussehen und noch besser funktionieren. So, ich hatte ja ein Gewinnspiel gemacht. Erstmal vielen Dank für die vielen Einsendungen, hat wunderbar geklappt. Ich habe eine Menge schöner Partien bekommen und habe letztendlich sogar 4 ausgewählt, denn eine davon, die wir jetzt gleich anschauen werden, ist von meinem guten Freund Felix Meißner. Der hat eine schöne Partie eingesendet, aber hat gleich gesagt, DVD brauche ich nicht. Bin eben Neidorf bereits sehr bewandert. Von daher habe ich dann noch eine Partie dazugenommen. Ja gut, dann wollen wir mal einsteigen. Also wir haben hier die Partie Tamir Nabati gegen Felix Meißner gespielt 2012 beim CMD Open. Gut, klar, die Anfangszüge sind klar. Ich hatte ja gesagt, es soll eine Knight-of-Partie sein. Und nun folgt die Läufer G5. Was ja der ambitionierteste Versuch ist, meiner Meinung nach, den ich auch selber spiele gegen die Neider-Verteidigung. Schwarze Springer B7 und hier hat Weiß sehr, sehr viele Möglichkeiten. F4, Dame E2, Läufer C4. Aber Nabati wählt hier einen anderen Weg. Ein wenig unkonventionell spielt hier A4, sicherlich auch um seinen Gegner um Felix hier aus der Vorbereitung zu bringen. Und die Idee ist schlicht und einfach, Weiß möchte am Damenflügel Raum gewinnen mit A5. Gut. Schwarz spielt erstmal nochmal weiter, Dame C7. Bereitet natürlich jetzt B6 vor, aber genau bevor Schwarz zu B6 kommt, spielt Weiß jetzt selber A5. Davor war es hier noch nicht so gut möglich, denn hier könnte Weiß eventuell Springer C6 spielen und dann hier seinen Springer nach D5 bringen. Von daher, das kann ich mir vorstellen, warum Felix das hier nicht gemacht hat. Gut, also Dame C7, A5. E6, Läufer E2, Läufer E7, kurz Rochade, kurz Rochade. Ah, stopp. Erstmal noch H6. H6 ist hier nützlicher Zug. Schwarz fragt Weiß, auf welche Diagonale er seinen Läufer ziehen möchte. Möchte er ihn lassen auf dieser C1-H6-Diagonale oder zieht er ihn hier zurück nach H4, um weiterhin diesen Druck auf den Springer zu haben? Nabati zieht seinen Läufer zurück nach E3. Ja, wenn er nach H4 zieht, dann ist er dort ein wenig abgeschnitten vom Spiel. Man kann ihn dann eben nicht mehr zurückziehen nach E3. Ist ein bisschen schwieriger. Und eigentlich hat er hier auf E3 das optimale Feld. Zielt auch hier ein bisschen auf das Feld B6. Gut, kurz Rochade. Springer B3. Und Schwarz muss ja jetzt irgendwie rauskommen, auch mit seinen Figuren hier mit dem Läufer auf C8. Deshalb ist es hier eigentlich mehr oder weniger erzwungen, dass er Springer C5 spielt. Das Problem mit Springer E5 könnte sein, dass der häufig mit F4 angehebelt werden kann, beziehungsweise Weiß kann dann auch Läufer B6 spielen. Ich denke, Springer C5 hier sehr richtig. Jetzt verändert sich hier die Struktur und das hat man eigentlich relativ selten, diese Bauernstruktur, dass es jetzt wieder symmetrisch ist im Sizilianer, dass Schwarz also seine Majorität im Zentrum aufgegeben hat und Weiß jetzt hier ein wenig Raumvorteil genießt und die leicht bessere Stellung hat. Gut, F4. Turm D8. Ah, die Dame möchte sowieso zum Königsflügel hier, aber klar, der Turm gehört auf die offene Linie, von daher völlig richtig gespielt. Läufer D7, Dame G3. Und Weiß möchte manchmal auch Ideen generieren am Königsflügel, zum Beispiel E5, F5, vielleicht dann hier gegen H6 drohen. Da gibt es so Ideen und wir werden sehen, Schwarz zieht hier schon bald seinen König aus der Schusslinie. Aber erstmal Läufer C6. Und hier bin ich mir nicht ganz sicher. Nabati spielt hier den Läufer nach D3. Richtet sich natürlich auch wieder gegen den schwarzen König, aber er hätte auch hier Läufer nach F3 ziehen können. Und dann würde sich hier auch anbieten, König H7 zu spielen. Und dann E5. Aber es sieht hier so aus, als wäre das auch völlig okay für Schwarz. Natürlich. Gut, aber Nabati spielte Läufer D3.
Und hier gab es jetzt eine ganz interessante Idee. Felix spielte König H8, auch völlig okay. Aber es gab eine interessante Idee hier mit C4. Aber das klappt jetzt nicht so gut. Ja, ich weiß schon, warum ich hier jetzt endlich mal den wechseln möchte. Dann spiele ich das per Hand C4. Sieht erstmal eigentlich wie ein Einsteller aus. Weil es hier diesen Spieß ermöglicht, Läufer B6. Aber Schwarz erhält tatsächlich sehr gute Kompensation. Dame C8. Und falls jetzt Läufer schlägt D8, dann Dame schlägt D8 und Weiß kann nicht auf C4 schlagen, wie ein Dame D4 Schach. Und Weiß will den Läufer auf C4 verlieren. Und wenn er auf C4 schlägt, dann kommt hier Läufer schlägt E4. Läufer schlägt D8 und jetzt wichtiges Zwischenschach hier, damit man hier jetzt gleich sein Turmspiel bringen kann. Und Schwarz hat hier wunderbare Kompensation für die Qualität. Aber klar, das ist natürlich ein bisschen verpflichtend. Und Schwarz hat es nicht unbedingt möglich, aber ich fand, es war eine interessante Möglichkeit. Gut, König H8. König H1. Ich spiele auch mal den König hier weg. Läufer F8. Ich brauche nichts dagegen, hier direkt schon mit Turm D7 die Türme auf der D-Linie zu verdoppeln. B3. Ja, ich möchte jetzt ein für alle Mal hier einen Riegel vorschieben vor so C4-Geschichten. Deshalb B3 auf jeden Fall nützt sie dazu. Schwarz jetzt verdoppelt seine Türme auf der D-Linie. Spielte Nambati Dame H3. Vielleicht hätte er besser mit E5 fortsetzen sollen. Dann Springer D5. Springer schlägt D5, Läufer schlägt D5 und jetzt F5. Und die Stellung bleibt hier im Gleichgewicht, aber rein optisch gesehen hat Weiß natürlich hier ein bisschen Druck. Gut, Dame H3, Turm AD8. Und jetzt begeht hier Weiß einen Fehler, ganz klar. Es liegt eigentlich schon in der Luft, das Qualitätsopfer auf D3. Recht ungewöhnlich, normalerweise hat man es hier mal auf C3. Aber klar, Schwarz würde gerne jetzt hier auf D3 reinschlagen und Weiß verhindert das nicht. Er hätte hier Läufer C1 spielen können, den Läufer vielleicht nach B2 bringen. Jetzt deckt die Dame den Läufer auf D3 und die Stellung bleibt hier im Gleichgewicht. Schwarz kann auch nicht so richtig was machen. Auch nicht so richtig große Perspektiven, aber er steht sehr aktiv, von daher Stellung ist hier ausgeglichen. Nach E5 hingegen kommt jetzt Schwarz hier klar in Vorteil. Turm schlägt D3. Trotzdem, obwohl der Springer angegriffen ist. C schlägt D3, Turm schlägt D3, E schlägt F6 und Turm schlägt C3. Und jetzt sehr aktiver Turm hier auf C3. Schwarz hat Qualität gegeben, aber einbauen bekommen und das Läuferpaar jetzt und die Stellung hat sich komplett gewandelt. Davor hatte Weiß ein bisschen Druck, minimalen Raumvorteil und jetzt hat Schwarz die Initiative. Also klar, ein Vorteil für Schwarz hat sich die Stellung verändert. F5. Aber so klar ist es natürlich hier noch nicht. Weiß hat auch noch seine Möglichkeiten hier mit dem Bauern und dem König hier auf H8. Da muss Schwarz jetzt noch weiter genau spielen. E schlägt F5. Und jetzt hier seltsam für mich, dass Weiß F5 spielt und jetzt quasi nicht den Bauern wieder schlägt und Turm AD1 an dieser Stelle spielt. Er hätte auch hier schlagen können auf F5. Und es enthält eine kleine Falle. Wenn Schwarz nämlich hier G6 spielt, dann, was ja nach dem logischen Zug aussieht, hätte Weiß hier Turm schlägt C5. Und nutzt aus, dass der Läufer hier den Bauern H6 gedeckt halten muss, weil sonst natürlich Schwarz matt gesetzt wird. Und nach Turm schlägt B3, Turm CC1, wäre der schwarze Vorteil ein wenig geschrumpft. Schwarz steht immer auch besser, aber der schwarze Vorteil wäre geschrumpft. Deshalb müsste Schwarz hier König G8 spielen. Und hier bleibt Schwarz klar im Vorteil. Turm AD1, kommen wir zurück zur Partie. Und tatsächlich ist G6 jetzt hier ein Fehler. G6 sieht so natürlich aus. Aber unglaublicherweise werden wir sehen, kann danach Weiß zurück ins Spiel kommen. Stärker wäre gewesen Dame E5. So, es geht nicht so ganz. So, Dame E5. Und nun F schlägt G7. Dame schlägt G7. Klar, es wird die schwarze Struktur ein bisschen zerstört.
Aber Schwarz behält den Druck hier auch auf G2. Es droht jetzt auch schon Turm schlägt E3. Und das ist hier viel wichtiger, dass dieser Läufer vor allem auf C6 unglaublich stark gegen den weißen König zielt. Und Schwarz steht hier auf Gewinn tatsächlich. So, G6. Wo liegt jetzt das Problem? Was spielt Läufer 4? Nutzt aus, also mit Gegenangriff, entfesselt Weiß hier seinen Läufer. Und die Dame möchte jetzt Schwarz nicht unbedingt tauschen, weil dann im Endspiel könnte dieser Bau auf F6 sehr unangenehm sein, wenn der Turm hier runterkommt auf die achte Reihe. Deshalb spielt Schwarz Dame schlägt A5. Aber jetzt hätte Weiß es tatsächlich forcieren können, den Damenabtausch. Er verpasst es hier, aber er spielte Dame H4. Mit Läufer D2. Nun ist klar, der Turm ist wieder gefesselt. Jetzt müssen die Damen abgetauscht werden. Turm schlägt H3, Läufer schlägt A5, Turm schlägt B3, Turm D8. Und hier hat jetzt Schwarz zwar vier Bauern für die Qualität, aber Weiß hat unglaublich gute Remischancen mit dem Gegenspiel eben hier auf der achten Reihe. König G8, Turm FD1, C4 und jetzt König G1 und es ist hier sehr, sehr schwierig für Schwarz seinen Vorteil zu verwerten. Also hier wäre Weiß auf jeden Fall noch in der Partie. Gut, nach Dame H4 hingegen, ja, es ist eigentlich mehr oder weniger vorbei. Klar, es droht jetzt Läufer Schlägt H6. Das kann Schwarz leicht abwehren und vielleicht hatte sich hier Weiß darauf verlassen, dass er jetzt Läufer D2 spielen könnte, aber auch das kann hier Schwarz abwehren mit Dame A2 und jetzt kann der Turm nicht geschlagen werden wegen Matt auf G2. Und in der Folge hier, finde ich ganz witzig, sammelt Schwarz alle weißen Bauern ein, ja fast alle. Da bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Wir gehen die Partie jetzt durch. Turm FE1, Turm D3. Läufer ist angegriffen, muss gedeckt werden. Dame F4. Jetzt fällt hier Bau auf B3. Dame F1. Und jetzt dachte ich, Felix, den Bauern auf F6 schnappe ich mir auch noch. Musste ja auch nicht, man hätte ja auch vorgehen können mit C4, aber es spricht hier auch absolut nichts dagegen. Turm D6 ist auch. Eigentlich ist hier alles komplett gewonnen. Läufer F4, Turm schlägt F6, Turm D8 und natürlich der Schwarzkönig bombensicher hier mit dem Bauern vor dem König und natürlich noch wichtiger dem Läufer hier auf G7. Läufer E5, Turm E6, Läufer schlägt G7, König schlägt G7, Turm schlägt E6, Dame schlägt E6, immer noch. Aber wie viele Bauern hat Schwarz? 5 Bauern und die Qualität viel zu viel. Jetzt nochmal ein kleiner Trick hier, Dame 1 Schach, Dame F6 natürlich nicht. Spielen wegen Turm G8 und Damenverlust, aber klar, darauf fällt Felix hier nicht rein. F6, Dame A5, Dame E5, Dame C7 nochmal verhindert. H3 und jetzt macht sich hier Felix nochmal Platz für den König mit G5. Dame D2, Dame 1 Schach. Einmal zeigen, wer Chef im Ring ist mit der Zugwiederholung, aber es ist natürlich völlig klar, dass Weiß hier sehr, sehr froh wäre mit einem Remis. Was er aber selbstverständlich nicht bekommt. F4 und Felix möchte hier jetzt mit F3 den König öffnen von Weiß weiter und er kann es eigentlich sich beliebig aussuchen, welche Bauern er hier nach vorne schiebt. Er könnte auch irgendwie probieren, am Damenflügel was zu machen, aber erstmal öffnet er den König, weil dann gibt es auch immer Angriffsmöglichkeiten gegen den weißen König. Dame A2, wieder versucht hier Weiß einzudringen, aber es wird mit leichter Hand verhindert. Dame E1 Schach, König H2 und C4. Stark gespielt, keine Chance. Nach Dame schlägt C4, kommt Dame G3 und Dame schlägt G2 matt. Also spielte Nabati Dame C2, aber er hat schon gar keine Ideen mehr. Und jetzt einfach Dame G3, König G1 und F3. Und bevor jetzt hier auch noch die Bauern G2 und H3 flöten gehen und Weiß dann wirklich gar keine Bauern mehr hat, gab jetzt Nabati hier auf. Ja, eine saubere Vorstellung von Felix Meißner. Nach der Öffnung war es ungefähr ausgeglichen. Weiß hatte optisch den Vorteil, aber hatte es dann verpasst, das Qualitätsopfer zu verhindern. Und dann hatte er nochmal die Möglichkeit zurückzukommen und die Damen zu tauschen mit Läufer D2. Hätte im Endspiel zu Gegenspiel kommen können, aber verpasste es und dann
sammelte Schwarz alle Bauern ein und gewann souverän. Alles klar, das war die erste von vier Partien. Ich mache dann gleich weiter mit den nächsten Partien. Bis dann.